Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal und endlich geht es mal wieder weiter mit einem Scrapbooking am Freitag und ich hoffe, ich kriege es am Freitag auch noch veröffentlicht. Ach, ich tue mich im Moment ein bisschen schwer mit Scrapbooking, weil ich nicht so richtig die richtigen Fotos habe. Dadurch, dass wir ja letztes Jahr, doch wir waren ja im Urlaub, aber irgendwie haben wir im Moment nicht so wirklich Fotos, die ich verscrappen kann. Dann habe ich so mal ein bisschen meine Ordner durchgeguckt und bin tatsächlich über ein paar Bilder gestolpert, die ich schon mal verarbeitet habe. Und weil ich eigentlich auch was mit den Erdbeeren machen möchte, weil ich mag die ja so sehr. Ich mag das Papier gerne, ich mag die Stempelabdrücke gerne und ich mag ja auch Erdbeeren sehr gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist, wenn meine frisch gekochte Erdbeermarmelade auf dem Fußboden landet. Was vor diesem Foto geschah. Ich habe einen Stempel, da steht drauf, was vor diesem Foto geschah. Und ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich's damit anfa ob ich damit anfange. Was vor diesem Foto geschah, war Frühstück. Eines meiner Lieblingsfrühstücks. Also ich esse sehr gerne ein dunkles Brot mit ein bisschen Frischkäse und dann Erdbeermarmelade da drauf. Und da hatte ich gerade frische Erdbeermarmelade gekocht und das ist ein Instagram-Foto vom letzten Jahr. Und das ist das Brot darunter. Ich weiß nicht, ob die Bilder alle an einem Tag entstanden sind, aber ich hatte mir so überlegt, dass wir das so ein bisschen anordnen, wie mag ich, mag ich, mag ich nicht. Wer mag das schon? Und es war echt mühselig und ich habe mir da tatsächlich auch noch einen Splitter eingetreten, weil zwischen dieser ganzen Marmelade natürlich auch noch Glas lag. Und wie willst du das alles aufnehmen, ne? Ich habe das letztes Jahr schon mal verarbeitet. Ich hatte ja letztes Jahr so ein bisschen was probiert. Ich habe es aber nicht fertig gekriegt. Dann lief mir die Zeit davon. Aber vielleicht greife ich die Idee nochmal auf. Und zwar habe ich das letztes Jahr schon mal in so einem Tagebuch hier mit verarbeitet. Hier so mein Frühstück und da auch das Brot. Also scheint es auf einem Tag gewesen zu sein. Dann haben wir hier Boltenhagen. Und hier habe ich nämlich, siehst du, hier bin ich hängen geblieben, aber ich habe so zwischendurch immer noch mal ein bisschen was fertig gemacht, ne? CSD. Und auch schon Bilder reingesetzt, dass ich das noch vervollständige, so ein kleines Scrapbooking-Album. Und hier habe ich zum Beispiel das verarbeitet. Déjà-vu, 6:48 Uhr morgens. Ich habe die Küche doch erst am Montag durchgewischt. Was ist passiert? Das war am Mittwoch. Und da habe ich das Foto. Da habe ich also quasi so ein aktives Element reingesetzt, ne? Und dann wisst ihr auch, woher ich das habe. Ich habe hier auch noch ein Album, ne? Guck mal hier, wie aus einer anderen Zeit. Der Einhornpups, Happy 2020. Da wussten wir noch nicht, was kommt. Dann hatte ich ja hier meinen Fersensporn. Dann habe ich mit meinem Beauty-Kanal angefangen. Guck mal, hier fehlt noch ganz viel. Hier Masken, die Familie Masken. Auch noch so ein Missgeschick. Also da habe ich hier Corona-Friese, die wird dieses Jahr noch schlimmer. Dann der Dicke und die Nymphe. Und hier habe ich Helgoland nochmal verarbeitet. Also vielleicht auch nochmal so eine Idee. Ich werde das vielleicht nochmal aufgreifen, weil ich wollte mit diesen kleinen Alben, es wären nämlich drei für das Jahr geworden, noch was machen. Aber vielleicht greifen wir das im Laufe des Jahres nochmal auf. Heute geht es erstmal hier um mag ich, mag ich, mag ich nicht. Eigentlich könnten wir es so schon lassen. Tada, fertig. Aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen verzieren. Ich habe mir als Stempelsets mal die Erdbeeren mit dazu genommen. Vielleicht baue ich die mit ein. Dann habe ich hier für mag ich nicht, für das Herzchen, das Hearts and Kisses habe ich mir ja doch noch geholt. Und vielleicht auch, weil wir hier das Frühstücksthema haben, nochmal Press On, dieses Kaffeeset. Mit dem habe ich noch gar nicht gearbeitet. Kaffee to go ist ja im Moment auch nicht wirklich, weil man geht ja draußen eher nicht. Und naja. Gucken wir mal. Und dann habe ich das Papier, das Designerpapier. Das ist ja eine Celebration-Prämie zusammen mit einem Stempelset. Das könnte ich vielleicht auch mal herholen. Die fruchtigen Grüße. Ne? Das ist quasi die Superprämie aus der Celebration noch bis 28.02. Das passt jetzt nicht so ganz rein. Das würde passen, wenn ich meinen Quark mache, weil da sind nämlich Blaubeeren drin und auch Himbeeren, obwohl das wahrscheinlich eher Brombeeren sind, egal wie man sie stempelt. Ne? Also das legen wir beiseite, aber mit dem Papier können wir mal ein bisschen arbeiten. Ich habe hier noch so einen ganzen Streifen. Ich will da gar nicht so wahnsinnig viel draus machen, will ich ja meistens nicht, ne? So ein bisschen hier. Dann könnte man noch mal gucken. Aber vielleicht wird das auch too much. Das so ein bisschen da drunter setzen. Aber ich glaube, das wird zu viel. Das nimmt zu viel für die von den Dings weg. Oder aber so
frühstücksmäßig einen Streifen in dem Grün da drauf. Also, aber nur so einen schmalen Streifen. Blau ist ja nicht so meine Farbe. Das könnte man auch nehmen, die bayerische Tischdecke. Oder rot. Nee, das wird mir zu rotstichig. Ich denke, ich werde das Grün nehmen, einen von den beiden Streifen. Jetzt haben wir hier noch was. Nö. Nichts, was in Frage kommt. Und ich denke mal, ich werde mal den Streifen hier anschneiden. Ja. Und ich denke auch, dass wir in der Breite bleiben. Ich könnte da ja noch ein bisschen rote Tischdecke drunter setzen. Also die Breite. Dann sollte ich aber vielleicht das Papier nehmen und nicht das. Das kariert ist zu viel. Okay. Ihr wisst, ne, ich quatsche hier immer, das ist hier ein Work in Progress. Das ist kein vorbereitetes Video, kein gescriptetes. Das machen wir jetzt einfach mal so. Und die Frage ist jetzt, reißen wir oder lassen wir es so gerade? Ich stehe ja auch auf Reißen, ne? Komm, den können wir reißen. Ich benutze ja immer nur die eine Kante von meinem Reißlineal. Aber vielleicht sollten wir mal eine andere verwenden. Vielleicht mal diese hier. Kommt auf den Versuch an, ne? Da muss man aber sehr beherzt zufassen. Okay, das ist eine sehr gleichmäßige Reiskante, aber das können wir so lassen. Das passt gut. So. Das, das und das. Dann haben wir hier noch relativ viel Freifläche, die ich aber vielleicht auch so lasse. Man könnte dann hier. Was mache ich denn heute mit meinen Fingern? Ich muss umdrehen. Ich bin heute ein Schmuddelkind. So. Was ich sagen wollte, ist, ich könnte hier unten dann nochmal Journaling reinsetzen. Dann ist diese Seite auch ausgeglichen und wir könnten. Guck mal hier mit dem Kraut noch mal hier entlang gehen. So, pass auf. Wie gehen wir das Ganze an? Da kommt das hin. Dann haben wir hier das Foto, hier das Foto und das. Nochmal. So, das heißt, hier. Hier und hier. So. Die Striche habe ich mir jetzt nur gezogen, weil ich da gleich noch hinstempeln möchte. Ich möchte zwischen die Bilder dieses Kraut stempeln. Die Frage ist jetzt, stempel ich es farbig oder stempel ich es neutral. Ich glaube, damit es mir nicht ganz so bunt wird. Sag mal was. Doch eher grün, ne? Farngrün. Okay. Farngrün.
Wir stellen uns das mal vor. Da oben auch noch einen hin. So. Das heißt, wir können das schon mal aufkleben. Ich schiebe mir das noch mal drunter, damit ich mir das auch gut positioniert kriege, weil ich möchte schon ganz gerne ein bisschen gerade zumindest kommen. Ein bisschen Monkey darf ja sein. Ich überklebe das auch. Und ich sehe schon, ich glaube, ich werde gar nicht mehr viel mit den anderen Sets arbeiten, weil mir das sonst zu viel wird. Das Papier ist ja sehr farbig. Und sehr knallig. Ne? Also es ist schon, dass man sagt, das ist farbenfroh. Und ich bastel ja oder ich scrappe ja auch eigentlich ganz gerne in nicht so quietschigen Farben. Also schon auch farblich, aber eher nicht so quietschbunt. Aber bei Erdbeeren und Frühling und so darf das ja auch mal sein. Juhu, das heißt, wir kleben uns auch schon mal die Bilder mit auf. Und das letzte Bild klebe ich mal mit Dimensionals auf, damit wir so ein bisschen Bewegung drauf bringen. Die beiden sind flach. Ja, ich glaube, das passt so. Wir müssen ja nicht zu viel messen. Ja, guck mal, das ist doch schon mal. Ich glaube, das hängt an den Bildern. Das sind die Farbpatronen von den Bildern. Ich habe heute ein bisschen, war heute ein bisschen im Struggle mit meinem Drucker und ich glaube, er hat hier irgendwie mit der Tinte ein bisschen Probleme gehabt. Das ist, wenn man nicht die originale Tinte nimmt. Ich sage euch das. Das wird es gewesen sein. Aber ich habe heute schon eine originale wieder nachbestellt. So, das haben wir. Jetzt stellt sich die Frage, hauen wir noch eine Erdbeere mit drauf? Erstmal kümmern wir uns um mag ich, mag ich, mag ich nicht. Und da habe ich mal hier so in meinen gegriffen. Erst dachte ich, ja, das ist ein uraltes Stempelset. Da hat Stampin' Up mal ausprobiert. Photopolymer-Stempel, das war das erste, eins von den ersten. Die haben damals noch ganz furchtbar gerochen, mittlerweile riechen sie nicht mehr. Und da hatte ich hier oben das Label genommen, hatte ich gedacht, so mag ich, mag ich, mag ich nicht, aber für mag ich nicht wird es wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Das heißt, ich greife mal hier bei Heidi Swap rein, da gehe ich mal gerade ein bisschen fremd und nehme mir dieses Labelchen hier. Man merkt das auch, das sind Silikonstempel, die fassen sich anders an, die lassen sich anders stempeln. Das ist was anderes von der Qualität. Nicht unbedingt besser. So, der Stempelblock könnte auch mal in die Waschmaschine. Ja. Könnte man die Herzen noch mit reinnehmen, aber ich glaube, das wird mir zu viel. Da ist auch ein Herz mit drin, aber wir hatten doch hier, glaube ich, auch ein Herz mit drin. Guck mal. Das Flächige.
in Blutorange. Das passt so gut zu den Erdbeeren. Mag ich. Mag ich. Mag ich nicht. Krieg kein Herz. Jetzt könnte man noch gucken. Das kann man auch layern. So, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Na doch. Puh, Naturtalent. So, ich brauche einen Stift. Juhu, es hat sogar einigermaßen mal geklappt mit meiner Schrift. Ich hätte das jetzt auch mit der Schreibmaschine schreiben können, aber ach, da muss man dann wieder zirkeln, dann passt es nicht genau in die Mitte. Oh ne. Schneide ich mir jetzt aus, die Tickets. Genau, und so setzen wir das jetzt drauf, würde ich mal so sagen. Das heißt, wir können es da oben in 3D aufsetzen. Das mittlere Bild haben wir ja schon in 3D. Das heißt, auf der einen Seite unterfüttern, auf der anderen Plan drauf. Können wir hier gleich mal die Werbung ein bisschen überdecken. So. Und das hier unten machen wir wieder in 3D. Dann stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, noch machen wir noch Erdbeeren drauf oder machen wir keine mehr drauf? Wir könnten... ich nicht. Hier oben oder hier unten nochmal. Ich werde mal Erdbeeren stempeln. Wie viel machen wir denn? Machen wir mal 3. Ob wir die alle brauchen, steht auf dem anderen Blatt. Anders als in den Rauhnächten bleibe ich jetzt in einer Farbe. Das ist wieder Blutorange. Stempel einmal ab. Mal gucken, wie das ist, wenn ich direkt drauf gehe. Auch das funktioniert auch. Dadurch, dass das ja so einen Watercolor-Effekt hat. Man muss so Dinge auch mal ausprobieren, ne? So. Nichts von dem guten Zeug verschwenden. Dann bleiben wir bei Farngrün. Fummelkram.
Das ist, wenn man nichts verschwenden will. Da bin ich ja mit Ausschneiden schneller. Man muss nämlich aufpassen, dass man jetzt hier nicht noch ein Stück von dem anderen Blatt mit ausstanzt. Das Glück ist bei den Mutigen. Das wird jetzt auch noch mal so ein Fummelkram hier. Ich habe doch aber schon drei ausgestanzt, ne? Wo ist denn jetzt hier das dritte hin? Ach ja, hier. Pff. Übersicht behalten. Ja, siehst du, hier ist es passiert. Zack, rinne eine Erdbeere. Ah, da war die Schnecke dran. Vielleicht können wir es ein bisschen retuschieren. Also, man könnte ja jetzt hier quasi zwei Erdbeeren mit hinsetzen und eine hier oben in die Luft baumeln lassen. Das ist auch doof. Oder zwei in die Luft. So können wir sie doch anbringen. Und hier unten gar keine, weil hier unten haben wir ja dann nachher das Journaling. Okay, so mogt wie dat. Wir überlegen hier gar nicht lange. Das wird so hingebaut hier. Der ist das schon mal. Den können wir nehmen. Und damit ich mir das jetzt nicht hier verhunze, stempel ich mir das einfach auf ein Stück Papier. Jetzt könnte man überlegen, guck mal, noch jungfräulich das Z, ob man jetzt einfach da noch so die Tasse drüber setzt, als Frühstückstasse. Die werden wir uns auch mal aufstempeln. Ich möchte sie aber ungern blau anmalen. Obwohl, sie würde dann das Blau da aufgreifen. Testen wir mal. Vielleicht ein nicht ganz so krachendes Blau. Der Unterschied ist aber ganz schön stark zwischen hell und dunkel. Das ist Babyblau. Da muss man ein bisschen mehr blenden.
Und das ist Elfenbein. Savanne ist mir oftmals ein bisschen zu dunkel. Juhu, das Journaling habe ich auch fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, ob diese blaue Tasse da überhaupt hinpasst. Also, oh wie ärgerlich. Da habe ich mich schon so auf mein Frühstück gefreut und dann fällt mir die frisch gekochte Erdbeermarmelade auf den Küchenboden. So, das können wir hier so ein bisschen überlappend aufkleben. Ja, ich denke, das passt. Es bräuchte eigentlich noch ein anderes blaues Element, ein weiteres. Oder ich mache die Tasse noch mal in Rot. So. Das wäre mit der blauen Tasse. Und das wäre mit der roten Tasse. Und ich glaube, die rote Tasse ist ein bisschen stimmiger, weil dann haben wir Akzente. Weil wenn ich jetzt hier Blau reinbringe, brauchen wir noch ein zusätzliches drittes blaues Element, weil wir haben da eins und da eins und es fehlt. Es müsste irgendwo noch ein drittes auftauchen und das haben wir nicht. Man könnte jetzt vielleicht noch hier oben so ein Favorite oder sowas mit hersetzen. Warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Oh, jetzt verfummel ich mich hier in kleinteiligen Kram. Ich hatte doch noch was anderes gesehen. Ich lege das mal beiseite. In dem Heidi Swap Stempelset. Wo habe ich es denn? Ne, es ist ein anderes. Aber da hätte man zum Beispiel Happy Day, Love Them, Happy Day, Favorite, So Fun. Mal, wir hätten hier das Documented. Happy Day und Favorite. So Fun würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Ich probiere noch mal was. So, ich habe jetzt diese feinen Elemente noch mal mit Pazifikblau ausgestanzt. Das heißt, man könnte jetzt hier Dokumente dran setzen. Hey, Happy Day und Favorite. Und dann könnte man die blaue Tasse machen, weil man dann mehrere blaue Elemente hat. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, ich werde bei der blauen Tasse bleiben. Wir haben kein Pazifikblau als Dings, aber das werde ich so machen. Okay, die Elemente kommen jetzt noch mit drauf. Dann ist tatsächlich ein bisschen was los hier auf dem Layout. Aber hey, warum nicht? Immer gut, wenn man das vorher schreibt. Und aufklebt. Dann kann einem nämlich nichts mehr passieren. Also zumindest nicht mehr viel. Wo sind da meine Dimensionals? Um mich herum sieht es aus wie sonst was. Nehmen wir die. Und das war's dann schon. Jetzt werde ich da gleich nochmal ein Datum dazu setzen. Jetzt muss ich dann überlegen, welches ich nehme. Also es war die frisch gekochte Marmelade von dem Frühstück auf alle Fälle, die dann runtergefallen ist, aber nicht an dem gleichen Tag. Wo haben wir denn das? Wir haben es doch documented. Da war es nicht. Das muss in dem gewesen sein. Hier. Das war, da habe ich mir das Rezept aufgeschrieben. Guck mal, da habe ich mir gar kein Datum dazu geschrieben. Und das war am 6.8.2020. Wo auch sonst, in Hamburg. So, wenn ich das jetzt noch gerade aufgeklebt hätte, wäre es noch viel besser gewesen. Aber das ist mein Layout für heute. Mit den Erdbeeren mal wieder was zum Warmwerden. Hat doch ein bisschen gedauert. Dann sehe ich mal zu, dass ich das so schnell wie möglich geschnitten und hochgeladen bekomme. Meine Technik ist ja etwas besser. Und wenn ihr jetzt seht, das Rote hätte jetzt nicht mehr so dazu gepasst. Also, ich mache jetzt nicht mehr lange. Ich verabschiede mich bei euch. Wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Start ins Wochenende. Bleibt gesund und kreativ. Wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin, macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.